Vielen Dank für die liebe Einführung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, beim VDI heute dabei sein zu dürfen. Jetzt ist natürlich vieles schon angerissen worden und es ist zwangsläufig, wenn man sich jetzt vorbereitet auf eine Keynote, dass man jetzt an vielen Dingen nochmal vorbeikommt. Ich will versuchen, den Zeithaushalt zu machen und möglichst wenig Wiederholung. Trotzdem lassen Sie mich nochmal mit dieser Fragestellung interdisziplinäres Arbeiten einsteigen. Wo sehen wir denn? Wir haben Maschinenbaufakultäten, Elektrotechnikfakultäten, Informatikfakultäten. Wir haben eine Versäulung der Ausbildung und jede Fakultät ist für ihre Ausbildungs- und Studiengänge zuständig. Es ist klar, dass das so ein bisschen in der eigenen Suppe kochen zwangsläufig ist. Am Ende des Tages, wenn wir aber gucken, was so in den letzten Jahren passiert ist, dann sind immer und immer wieder, meist von außen induziert, Zwänge gekommen, Brücken über diese Hürden, Schranken, Mauern zu schlagen. Also, ich will es einfach mal an einem simplen Beispiel festmachen. 10 Jahre her, iPhone. Das ist eine Supermechanik, nicht? Also für den Arbeitswissenschaftler, der war in der Maschinenbaufakultät, diese wunderbare Touch-Technik. Wir haben eine ganz, ganz hervorragende Haptik entwickelt. Ein tolles mechanisches Produkt. Da drin steckt jede Menge Elektronik. Hervorragend gemacht von qualifizierten Elektroingenieuren. Und drittens steckt noch mal ein Haufen Software drin. Und jetzt komme ich zu dem, was Herr Simon vorhin noch brachte. Und dann kam auch noch ein neues Geschäftsmodell mit einer Plattform für Apps und so weiter und hat in der Tat der Revolution in der Nutzung von tragbaren Computern, die man heute als Smartphone nennt, hervorgerufen. Wenn wir die Curricula anschauen, die jetzt dazu gehört hätten, dann sind die bei weitem heute noch nicht mal da. Wir haben zwar inzwischen eine Mechatronikausbildung, aber wir haben noch keine, die in die Geschäftsmodelle hineinreicht. Uns fehlt bei weitem also noch der Sprung, solche Innovationen gemeinsam zu hirnen. Also müssen es mehrere sein im Team, das war vorhin sehr richtig angemerkt, und sie müssen miteinander reden können. So, und jetzt sind wir eigentlich bei der Grundvorstellung zum Thema Interdisziplinarität. Wir brauchen natürlich irgendwo ein tiefes Senken im Einzelfach. Also wenn der Maschinenbauer den steinerschen Satz nicht mehr kann, dann ist ihm nicht zu helfen. Wenn der Elektrotechniker das Ohmsche Gesetz nicht mehr kann, dann ist ihm auch nicht zu helfen. Die beiden brauchen also, und auch die Informatiker und so weiter, brauchen eine ordentliche, solide Grundausbildung. Wir brauchen aber ganz, ganz dringend, ich nenne es mal ein T-Profil, nicht? Also neben dem tiefen Senkeln in einem Fach muss es dringend erweitert werden, um ein breites, ja, ich sag mal Puzzlestein oder Puzzlezinken-Spektrum, mit dem Sie zusammenwirken können. Das ist eigentlich die spannende Frage daran. Und da will ich jetzt noch nicht mal bei der Digitalisierung und all den Dingen, mit dem schönen Beispiel habe ich es ja gerade auch mal versucht, halt machen. Ich denke mir, ja, eigentlich ist der Zug Digitalisierung schon eine Weile unterwegs, der wird uns noch eine Weile beschäftigen. Aber wenn ich jetzt ins Studium einsteigen würde, was würde mich denn neugierig machen? Vor dem Hintergrund, dass ich in 5 Jahren berufsaktiv werde oder in 4, je nachdem, und dann noch ein bisschen Erfahrung sammeln muss, habe ich also irgendwas einen 10-Jahres-Horizont vor mir. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, Curriculum zu schreiben, dann brauchen wir auch ein paar Tage. Also wenn ich jetzt was auslösen würde, wäre es wirksam in 15 Jahren, grob gesprochen. Und wenn ich mir so angucke, naja, da vielleicht ist das dann doch was mit Biotechnologie. Da habe ich als christlicher Maschinenbauer herzlich wenig Ahnung von und verstehe auch gar nichts. Aber im Moment bin ich als Agatec-Präsident vor der Frage, ist das das nächste Big Thing? Und ich muss lernen und versuchen, mir klarzumachen, wie kann ich als christlicher Maschinenbauer verstehen, was da draus wird und wie sich das dann vernetzt mit dem, was ich gelernt habe. Und das heißt, wir müssen eigentlich über die Technologieschranken noch viel weiter hinaus gucken, als nur über die, die wir bisher alle angesprochen haben. Digitalisierung ist die halbe Miete, klar, aber das ist es bei weitem noch nicht auf die längere Sicht. Zweiter Punkt, der Vorlesungsbesuch geht zurück. Jetzt habe ich nun das Glück, Fächer zu unterrichten an der Hochschule in Stuttgart, die meisten Studierenden interessanter finden als die knochentrockenen Themen wie technische Mechanik, Thermodynamik oder ähnlich grobe Klassiker. Also mit Technologiemanagement und Arbeitswissenschaft macht man den jungen Menschen doch meist mehr Freude am Ende des Tages. Trotzdem, auch bei mir geht der Vorlesungsbesuch zurück. Und das hat jetzt nicht den Grund, dass die Studierenden ignorant werden oder gar stinkfaul oder so etwas, sondern da ändert sich natürlich auch das Basisverhalten. Wir müssen uns klar machen, dass die jungen Menschen
selbstbestimmter, eigenverantwortlicher lernen wollen. Also digitale Angebote, wie sie vorhin angerissen sind, werden intensiv genutzt. Das Vorwissen und das Drumherumwissen, das viele in manche Veranstaltungen oder Diskussionen oder auch Studienarbeit in unserem Institut mitbringen, ist viel umfangreicher, als wir das eigentlich in der Vorlesung darstellen können, weil die jungen Menschen sich ihr Wissen nicht nur aus der Vorlesung holen. Das ist nur ein kleiner Baustein und wir müssen dieses Format, denke ich, massiv hinterfragen, ob es so richtig und motivierend sein kann. Wenn sie wegbleiben, stimmen sie ja eigentlich mit den Füßen ab und suchen sich neue Wege, die ihnen mehr Freude und vielleicht auch Motivation machen. Dritter Punkt. Eigentlich ist der Zug Digitalisierung schon richtig unterwegs. Und das heißt, es rast in den Unternehmen, wie gerade eben berät von Herrn Simon beschrieben, der Fortschritt voran. Und jetzt müssen wir versuchen, die Dinge zu synchronisieren. Wir schaffen es eigentlich gar nicht, wie vorhin schon beschrieben, jetzt ein Curriculum machen und dann sind wir in 5 Jahren so weit, dass wir Ausgebildete haben. Da ist der Zug womöglich schon viel zu weit gefahren. Die Unternehmen brauchen jetzt und bald junge Leute, die mitspielen können in diesem Digitalisierungsspiel. Und das heißt, wir müssen uns auch den dritten Schritt, und der klang vorhin bei Herrn Simon mal kurz an, als Vorschlag vor Augen halten, das ist die Vernetzung mit den Unternehmen. Ich denke, eine ganz, ganz entscheidende, motivierende Frage ist ja, hat der Studierende frühzeitig Kontakt mit der Realität, sodass er messen kann, wie sein Wissen zur Anwendung kommt und zusammenkommt damit. Wir haben ja in der Bachelor-Master-Reform leider die industriepraktische Ausbildung ein Stück weit totgeschlagen. Das muss man einfach so feststellen. Das ist ein bedauerliches Faktum, die dazu einen guten Beitrag geleistet hat. Ich denke, wir müssen uns überlegen, ob wir es nicht noch intensiver durch Projektintegration der Studierenden schaffen, eine Verknüpfung zu erzeugen, die deutlich über das hinausgeht, was früher ein Industriepraktikum hat leisten können. Wir haben in Baden-Württemberg das Beispiel der dualen Hochschulen. Die Dualität kennen wir aus der Berufsausbildung. Man hat das ein Stück weit übertragen auf die Hochschulausbildung für Ingenieure. Und das ist ein richtiges Erfolgsmodell. Und ich war ja bis vor kurzem noch CEO von Wittenstein. Wir haben dort eine riesige Zahl in der Nähe ausgebildeter dualer Hochschüler gehabt, die mit zu den motiviertesten meiner Mitarbeiter gehörten. Es war unglaublich, mit welchem Esprit die einerseits im Unternehmen mitgewirkt haben, aber dann auch studiert haben, weil sie wussten, für was und warum und weil sie wussten, was sie fragen müssen, weil sie es im Unternehmen gleichzeitig gesehen haben. Ich denke, das duale Studium ist ein spannender Ansatz. Jetzt muss man das denn unbedingt so kanalisieren, dass es nur die duale Hochschule kann. Das ist natürlich auch in anderen Hochschularten der Fachhochschule oder Hochschule für Applied Science, wie man es heute auch nennt, oder der Universität möglich. Meine eigene Tochter hat Ingenieurwissenschaften studiert und hat sich das gebastelt, nebenbei. Weil sie sagte, das macht mich verrückt, ich muss irgendwie in der gleichen Zeit mal sehen, wie das tut. Und war in 3, 4 Unternehmen, die das auch gut mitgespielt haben, parallel zu ihrem Studium immer wieder tätig in unterschiedlichen Teilbereichen und hat damit eine sehr positive Anregung bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg und würde natürlich auch ein Stück weit Vernetzung zu den Hochschulen stärken, im Sinne von Basis für Technologietransfer und Kommunikation über die Grenzen hinweg. Damit bin ich bei der dritten Mission, wie man es heute auch nennt, Weiterbildung. Es ist vorhin schon angerissen worden, eine ganz, ganz zentrale Fragestellung. Wir stehen ja vor der Problematik einer großen demografischen Lücke und wir müssen mindestens mit den Menschen, die wir im Arbeitsprozess haben, gut weiterkommen. Und das heißt, Weiterbildung ist in der Tat eine der wichtigsten Herausforderungen, vor denen wir überhaupt stehen. Aber ich habe es vorhin schon zum Herrn Abgeordneten gesagt, auf das haben die Hochschulen gerade gewartet. Ne? Also es gibt ein paar lobenswerte Ansätze. Es gibt wirklich Kolleginnen und Kollegen, die sich bemühen und interessante Experimente machen. Das ist gut und wichtig. Aber ich glaube, wir haben noch keinen systemischen Ansatz. Wir brauchen den ganz dringend. Wir müssen unbedingt sehen, dass wir das auch über alle Ebenen hinbekommen. Und ich denke, für die Universitäten ganz besonders, aber natürlich auch für die anderen Hochschultypen ist es wichtig, frühzeitig Weiterbildungsangebote auch aus ihrem Wissen heraus darzustellen, Kompetenzen, die neu entstehen aus der Forschung und Entwicklung, damit an die Unternehmen heranzubringen und
dann aber auch den Dialog wieder mit den Unternehmen suchen. Wir werden nicht ohne weiteres Weiterbildung auf der Schulbank analog machen können, weil wir einfach einsehen müssen, dass wir die Menschen in dem Unternehmen nicht entbehren können für sehr, sehr lange Zeit. Und das heißt, Weiterbildung muss sozusagen wie die Kirche zum Dorf kommen, also in die Unternehmen hinein mit präsenzarmen Formaten, die dicht am Arbeitsplatz nah dabei sind und die ergänzt werden über digitalen Content, über MOOCs beispielsweise oder Ähnliches, mit dem dann zusätzlich die Inhalte transportiert werden zu den Menschen, die Weiterbildung machen sollen. Dabei ist natürlich schon wichtig, immer frühzeitig zu erkennen, was ist denn jetzt sinnvoll und notwendig. Das kann man im Dialog mit dem Unternehmen ein Stück weit erfahren, aber wir brauchen auch ein Beobachtungsformat. Und ACATEC hat sich aufgemacht, mit dem BMBF zusammen ein Kompetenzmonitoring zu entwickeln. Wir haben das beispielhaft in ersten Schritten getan. So ein Kompetenzmonitoring, also beobachten, wann ist denn der Druckpunkt da, dass wir nicht technologisches Wissen auf Vorrat ausbilden, sondern zur rechten Zeit, just in time, bereitstellen und dann in Verbreitung bringen mit dem Durchsetzen dieser neuen Technologien. Also frühzeitig erkennen, wo sind denn Kompetenzlücken, Aufbereitung betreiben, Weiterbildung starten dazu. Das scheint mir ein sehr wichtiges Element zu sein in der nächsten Zeit. In der digitalen Transformation kann uns das jetzt direkt on job helfen. Das ist ein Weg, den wir dringend gehen sollten und in einer Projektverschränkung mit den Unternehmen lässt sich das aus meiner Sicht auch ganz vernünftig darstellen. Wieder zurück zu den Hochschulen selbst. Wir haben natürlich auch eine Vernetzung zu den Forschungsinstituten zu betreiben, in ähnlicher Form die Einbindung der Studierenden dort, um auch das wissenschaftliche Transferthema im Blick zu behalten. Und wir müssen natürlich auch versuchen, an den Hochschulen schon vielleicht ein Stück weit abseits, kreatives Arbeiten zu fördern. Experimentierräume, Lehr- und Lernfabriken ist ein Stichwort dazu, eine ganze Reihe. Darmstadt ist ein sehr schönes Beispiel, beispielsweise bei Kollegen Abele ist so etwas entstanden. Solche Lernfabriken, aber auch ja, Entwicklungsexperimentierräume sind dagegen ein wichtiges Thema, um das Thema Teamarbeit zu üben, Coworking Spaces, Projekte vor Ort in den Hochschulen zu betreiben. Ich komme nun auf einen ganz, ganz neuralgischen Punkt in diesem Zusammenhang. Wenn wir all diese Fragestellungen, Weiterbildung, Vernetzung zum Unternehmen etc. uns angucken und Vernetzung auch über die Fachbereiche hinweg, dann ist ein ganz entscheidender Punkt dabei im Auge zu behalten, wir brauchen auch Hochschullehrer, die Überblick über diese Dinge haben. Also zum Beispiel konkrete Industrieerfahrung. Die Statistikzeitung zeigt deutlich, dass das steil abwärts geht und das hat verschiedene Gründe. Wir haben dazu vor kurzem eine Stellungnahme herausgegeben, in der nochmal deutlich gemacht wurde, dass sich die Bewertungsmaßstäbe auch bei Berufungen verschoben haben. Nicht? Wir gucken auf die Zitationsindizes, Hirschfaktor oder ähnliche, zählen die aus, aber Industrieerfahrung und Führungserfahrung und ähnliche Fragestellungen zählen bedauerlicherweise immer weniger. Ich würde es ganz grob konstatieren, einer wie ich habe mal ein Werkzeugmaschinenunternehmen geführt, 11 Jahre lang, ich war jetzt in jüngerer Zeit auch nochmal als CEO draußen, ich bin immer hin und her gependelt und das ist wahrscheinlich so auch eine Basis des persönlichen Erfolgs, den ich mir zuschreiben darf. Ich würde heute nicht mehr berufen werden. Das muss man erkennen, weil ich hätte keinen qualifizierten Hirschfaktor vorzuweisen gehabt, aber eine ordentliche Berufserfahrung. Wir müssen also gucken, dass das funktioniert und da gibt es natürlich noch einen weiteren Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Die Berufung aus der Industriepraxis hat natürlich auch eine wirtschaftliche Schere. Der Abstand der Hochschullehrer-Saläre zu dem, was in der Industrie bezahlt wird, ist gewachsen, sodass der Verlust beim Übergang an die Hochschule schon mit viel Motivation ertragen werden muss. Das muss man einfach so erkennen. Und es gibt natürlich auch im Gehaltssystem mit diesem W3-Konzept eine Gehaltsschaukel, die den Hochschulrektor, wenn er einen teuren Industriemann beruft, zwingt dazu, dann viele billige Ochsentour-Ausgebildete ohne Industrieerfahrung zu berufen, die er preisgünstiger haben kann. Das ist eine Zwangslage, die entstanden ist und ich denke, auch dieses
Gehaltssystem zu hinterfragen, wäre wichtig, um einfach wieder Öffnung für berufserfahrene Professoren an den Hochschulen hinzubekommen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Am Ende brauchen wir sowas wie eine Vernetzungsuniversität oder Hochschule, die im Sinne von Weiterbildung, Hochschule und Arbeitswelt vernetzt, das eigentlich schon im Grundstudium beginnt, aber dann in der Weiterbildung kontinuierlich fortsetzt. Also diese Dauerbegleitung, die vorhin Herr Simon angedeutet hat, ist ein fantastisches Bild, das möchte ich gerne unterstreichen. Es wäre klug, noch stärker Lehrende, wie ihn auch, aus der Wirtschaft systemisch einzubinden in die Ausbildung. Denn Lehrbeauftragten gibt es ja, aber ich denke, das ist stärkbar. Da kann man noch mehr tun mit Shared Professorships oder Teilzeitprofessuren oder. Also es gibt viele Modelle, mit denen das gestärkt werden kann. Wir müssen hybride Kompetenzen fördern, die eben systemübergreifend, wie vorhin im T-Profil beschrieben, hinbringen. Und wir brauchen Angebote für flexibles Lernen im Sinne von zeit- und ortsunabhängigem Lernen. Digitalen Content war das Stichwort und Gelegenheiten für partizipatives Lernen im Sinne von Co-Kreation und Co-Working. Ich bin sicher, wenn uns das gelingt, werden wir auch weiterhin ein toller Innovationsstandard sein können, wenn wir es schaffen, übergreifend miteinander Innovationen zu hirnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie noch bitte eine Sekunde. Ich hätte nämlich noch eine ganz kurze Nachfrage an Sie. Sie haben ja die Hochschulbildung und die Visionen angesprochen. Vielleicht nehmen Sie das ganz kurz für die Beantwortung. Wie denken Sie denn, kann dieses Papier jetzt an die Hochschulen gebracht werden? Wie wird das da aufgenommen? Ich bin überzeugt davon, dass es eine positive Aufnahme finden wird. Die Kollegen sind sich dessen, was ich gerade gesagt habe, ja auch ein Stück weit bewusst. Es ist ein Dilemma natürlich. Wir haben gerade so im Nebengespräch darüber gesprochen. All die Dinge, die ich gerade erzählt habe, gibt es nicht zum Nulltarif. Die Frage wird kommen, wie schaffen wir es, die Betreuungsverhältnisse zu verbessern? Wie machen wir das, diese Zusammenarbeit? Bezahlen wir, finanzieren wir digitalen Content, den gibt es ja auch nicht umsonst und. Also da wird man über Finanzierung reden müssen. Über Weiterbildung wird demnächst ein großer Schub gemacht. Der muss klug und gut kanalisiert sein, dass es auch wirkungsvoll wird, das Geld, das wir dort einsetzen, dass es keine Streuverluste am Ende des Tages gibt. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Papier gut aufgenommen werden wird und ich kann dem VDI nur gratulieren. Das war eine ordentliche Arbeit. Das nehmen wir gerne mit. Dankeschön für Ihren Besuch. Dieter Spath von AKATEC.